So, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Call of the Wild. Jetzt ist die zweite Folge von Silver Witch Peach. Mit dabei ist der Fang, jemand, der da hinten gerade schleicht. Ja. Wir schleichen uns nämlich gerade auf Grabböcke an. Einer ist dabei, der ist auf Gold. Oh, wir kommen sogar sehr gut hin jetzt. Ey, der hat den dann noch markiert, das glaube ich, oder? Ja, hat jetzt erwachsen. Der Wind ist genau hinterm Baum. Da wieder geschissen. Meinst du den da? Mann, das ist der Gute. Das ist ein Vierer. Kein Vierer. Steht da 4 oder? Hansa. Stärke 4. Oder meinst du das Trivial? Das Trivial. Um das geht's so. Jetzt. Okay. Dass die Stärke 4 ist von. Ist immer dasselbe bei der Art. Ah, der ist das. Ich sehe ihn. Ja, jetzt könntest du eigentlich dann schießen. Du warst eh. Kurz hinterm Schulterblatt. Kann ich irgendwo die Luft anhalten? Shift. Okay. Geschossen? Ja. Auf ihn? Ja. Ich hab ihn dort anvisiert gehabt, aber. Du hast ihn auf jeden Fall nicht getroffen. Nein. Hätte ich den Wind doch ein bisschen einberechnen müssen? Nein, auf der Distanz absolut nicht. Alter. Wie konntest du? Gut. Das freue ich mich auch. Ich hab ihn im Visier gehabt. Im Fadenkreuz. Ich glaube, der blutet nicht einmal. Nein, den hast du nicht einmal getroffen. Ich habe das Feingas geschaut. Und hier, ob die getroffen wird oder nicht. Den hast du nicht einmal getroffen. Verdammt. Aber ich habe ihn echt anvisiert gehabt. Anscheinend nicht. Gut, erste Chance vertan, würde ich sagen. Ja. Ich habe die Fährte aber aufgenommen. Oder bringt das, glaubst du, nichts hinterher? Ja. Erstens gehen sie gegen den Wind natürlich, also. Logischerweise. Und wir könnten sie vielleicht noch irgendwo abfangen. Eine schöne offene Fläche hätten dann. Das Lustige ist, ich sehe dich gar nicht. So. Weiß nicht, ob ich da was einstellen muss. Ich sehe deine Anzeige. Ich sehe deine Anzeige nämlich gar nicht. Übrigens habe ich die Karte gedrückt. 60 Meter. Akku-Umrisse. Da wäre jetzt eine offene Fläche, aber da sehe ich keinen.
Ja, Mann, wir müssen eh in die Richtung ungefähr. Der Wind ist halt jetzt blöd. Der große Trichter heißt, dass der Wind vom großen Richtung geht. Trichter zu uns kommt, quasi. Nein, der geht in die Richtung. Ah, Blödsinn, ja, genau, sonst könnten sie uns ja nicht riechen. Gut. Das heißt, bin ich dann da in die richtige Richtung am Weg oder was ich mir markiert habe, schon, oder? Ja, genau. Ja, zu dem See, genau, der vor uns dann kommt, auf den steuern wir zu. Links von uns waren sie. Sind schon wieder auf der Ja. Flucht. Ja, habe ich jetzt auch gehört. Also gehört. Den Warnruf sehe ich. Mit dem Headset höre ich das nicht. Gut. Pena. Interessant ist. Routine könntest du eh nicht, oder? Du hast keine Klasse 1, oder? Klasse 1. So, das sehe ich da jetzt nicht. Die Schrot ist Schrot nicht Klasse 1? Und davon, welche Patrone du drin hast. Da ist ein Sechser Maultierhirsch auf der Flucht, links von uns. Was auf der Flucht ist, ist alles weg. Das ist genau Okay. in Windrichtung halt. Wenn man, sobald schon steht auf der Flucht, ist es auf der Flucht, dann ist es zu spät. Eine Vorstufe wäre der Warnruf. Das heißt, da kannst du es noch abwinden, dass es auf die Flucht kommt. Aber na, gleich, die Flucht ist. Ah, da vorne ist irgendwas markiert. Da hast du dann Vierer wieder. Das Huhn meinst. Dann in den Gabelbock wieder. Ah, da hinten, gell? Da habe ich nämlich auch ein anderes Tier gesehen, dort. Steht nämlich auch sogar perfekt da. Ein Sechser Maultier sehe ich auch. Genau. Ein Sechser kann es nicht sein übrigens. Stufe 6 ist, glaube ich, gestanden. Maultier geht nur bis 5. Du bist Okay. Diamant, weil das ist das, was ich gerade im Video vorgelegt habe. Ich sehe ihn jetzt aber nicht. Wir nehmen den Gabelblock davon auf jeden Fall. Der steht schön da, auf dem Fiese. Habe ich dich halt auf der Karte nicht sehen. Maultierhirsch, ich habe da was markiert. Ah nein, das steht 1, Stufe 1. Ah, jetzt habe ich es gesehen, gehört zumindest geradeaus. Ich komme schon, 25 Meter von dir, ich schleiche aber. Deswegen brauche ich länger. Boah. Der steht perfekt da, Alter. Aber ich glaube, getroffen habe ich ihn diesmal.
Ja, der liegt perfekt. Da hättest du gar nicht nachschießen brauchen. Aber der weghüpft ist. Der hüpft immer weg, außer du triffst das Herz oder irgendwann. Ah, okay. Links. Jetzt sollen wir noch den finden. Ich hab mir eh gewirkt. Also, und wenn nicht, haben wir Falco mit. Wem haben wir mit? Falco. Falco. Ah ja, dein Hund, gell? Manchmal, ich habe gestern in der Folge habe ich das habe ich aber wirklich sehr selten, habe ich einen so schlecht erwischt. Dann bin ich 600 Meter nachgegangen, also durch der Blutspur. Wow. Da habe ich den Hund braucht. Also. Ja, ich sehe aber, das ist auch ein Spiel für leistungsstarken PC. Aber du siehst, es liegt 100%, weil wenn du die Karte aufmachst, hast du diesen Fleck. Das ist der Jagddruck. Wo wir gerade drin stehen quasi. Genau, das ist der Jagddruck. Hast du jetzt Druck ausgeübt quasi, das heißt, hier werden weniger spawnen, erstens einmal. Mhm. Und wenn der Jagddruck zu viel ist, verschwindet das Bedürfnisgebiet, was wir jetzt quasi entdeckt haben bei dem Gabelbock. Mhm. Das heißt, jetzt ziehst du weiter, also du tust meistens in einer Gruppe dann eben nur 2-3 rausschießen. Wenn du einen Hochsitz hast, kannst du mehr. Mhm. Wo du es ganz krass erkennen kannst, ich weiß nicht, ob du das auf deiner Karte siehst, ich habe ganz oben, in der Mitte, einen ganz, ganz lila Fleck. Beim See habe ich lila Flecken. Also einen ganz, ganz hellen, meinst du? Ganz, genau. Ja. Da habe ich, hab ich zum Beispiel Truthahn. Heute, wie ich auf die Map gekommen bin, 4 oder 5 gleich auf einen Haufen. Mhm. Alter, wo ist der Hirsch jetzt? Ich habe ihn genommen. Ah, okay. Hätte ich ihn liegen lassen sollen, wolltest du ihn nehmen? Ne, passt schon, passt schon. Geld kriegt ihr auf dein Konto. Ja, ja. Warte, Warnruf. Auf der Flucht? Nein, noch nicht. Das ist halt nur ein Zweier, aber das sind deine Multi-Hirsche von vorhin. Ich meine, wenn du willst, kannst du den 2 auch haben. Das normal schießen wir die 2. Ja. Zu hektisch. Kann ich selbst schon sagen. Zu schnell oder was? Ja. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo du hingeschossen hast. Dass du den gut drauf hast. Am Hals. Du musst aber ein gutes Ziel haben, dass du den genau triffst. Weil liegen du da nicht bis jetzt. Vielleicht hast du keinen auf der Karte. Stimmt. Du meinst, den brauchen wir jetzt gar nicht nachgehen, eigentlich. Sobald er nicht liegt, brauchst du nicht nachgehen, weil dann lebt er sowieso. Und es ist eh gleich, ich kann es dir gleich sagen, sobald ich die Blutspur da habe. Aber Hals bringt halt nichts. Wenn du da nicht das Genick triffst. Okay, dann. Das ist kein tödlicher Treffer. Mhm. Das ist der, da liegt. Blutspritze, keine Organe keine getroffen. Keine Organe, okay. Das hast du. Da willst du es überleben. Gar nichts quasi. Wenn das so quasi von vorne steht, gibt's nur Genick. Mhm, oder bei, Kopf. Ja, bei keinen Gewaltträger das Hirn. Mhm. Und. Das Herz, das wäre von vorne noch erreichbar. Mhm. Von vorne ist halt wirklich. Da läuft irgendwas vorne. Unten? Aus dem Truthahn. Irgendwas Weißes habe ich da doch gesehen. Ich stehe auf jeden Fall. Truthahn. Bitte? Eh stimmt Bisons auf jeden Fall vor uns. Mhm. Rechts zu dem See würde ich sagen. Normal hast du ja, also. Ganze Herde.
So wie wir spielen, also die, was viel spielen, die spielen ja nicht so wie wir, dass wir jetzt oft hin und her gehen. Natürlich spielen wir es auch so, dass wir mal von See zu See gehen oder uns eine Route aussuchen. Aber im Normalfall spielen wir auf Trinkzeiten, ja. Also das heißt, wir schauen, wann trinkt das Tier. Und dort sind wir dann, ja. Und dann gehen wir die ganzen See ab. Ich habe dann auf meistens, ich mein, wie gesagt, ich spiele jetzt Silver Reach nicht momentan, eben jetzt ist Australien. Da habe ich dann fast auf jeden See ein Zelt gleich 200 Meter daneben, was, ne? Das heißt, da kann man dann spawnen, Das spawne ich oder dann wie? hin und her, weißt du? Und gehe alles ab. Und so geht das dann zack, zack, weil ich spawn hin, da steht meistens dann irgendwas. Schau es mal an, ob ich schieß. Es passt. Hier habe ich halt nichts, beziehungsweise hast du nichts aufgedrückt, ich habe halt keine Zelte. Weil Zelte sind ziemlich teuer in dem Spiel. Oh ja. 15.000? Ganz. Das wird ein Gabelbock, ein Vierer. Gehend. Also Spur. Ja, das Vierer ist immer die Klasse, das ist noch nicht die Stufe von dem Ach Tier. so, plötzlich, ich schaue immer falsch. Bei Spuren siehst du das nämlich nur am Kilo. Dann. Eigentlich habe ich gehofft, dass wir hier Wapitis finden. Das ist das Wapiti-Trinkzeit ist. Gewesen. Glaube ich. Und Trinkzeit, weil das heißt eine Bitte. Ja, Trinkzeit. Glaube, dann muss ich eh Vorsprung ein bisschen, weil sonst. Okay, und ich muss dann jetzt, weil ich schau mal raus wegen einem Hund. Es kann sein, dass ich gehen muss kurz. Ja, ich komme gleich. So, wir werden die Zeit hier vorspawnen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Werden nochmal 13 Uhr machen. Sonst nochmal fertig sein. Auf jeden Fall bis dahin, macht es gut. Haut rein. Ciao.